Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu eurem Reading für die Zwischenzeit für den Monat November. Ganz zu Beginn möchte ich natürlich für alle, die heute auch zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, ausdrücklich sagen, dass dieses Reading sich hauptsächlich an die unter euch wendet, die aktuell nicht in einer Beziehung sind. Ja, die vielleicht eine Beziehung hinter sich haben, vielleicht auch eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, die eventuell einen Wunschpartner losgelassen haben, ja, und die sich jetzt in einer Art ja, Zwischenzeit einfach befinden. Ich habe ja in vielen meiner anderen Videos schon immer darauf hingewiesen, dass diese Zeit unglaublich heilsam ist, ja. Und dass es eine Zeit ist, aus der du wahnsinnig gestärkt hervorgehen kannst, wenn du sie richtig für dich nutzt. Denn es ist ja oft so, wenn eine Beziehung zu Ende geht, versucht man möglichst schnell sich abzulenken. Ja? Viele flüchten sich auch gleich wieder in neue Beziehungen oder Affären, einfach um den Schmerz der alten Beziehung nicht mehr so deutlich spüren zu müssen. Was allerdings dann passiert ist, dass dieser Schmerz ja, sich in unserem Unterbewusstsein quasi verkapselt, festsetzt. Ja, und wir nehmen diesen nicht verarbeiteten Schmerz einfach mit in die neue Verbindung. Und deshalb ist es so unglaublich heilsam, ja, wenn man sich nach dem Ende einer Verbindung oder eben auch, es muss nicht unbedingt eine Beziehung gewesen sein, ja, viele von euch haben sich auch von einer Illusion verabschiedet, doch noch vielleicht mit einem geliebten Menschen zusammenzukommen, was man sich gewünscht hat, ja, aber man hat eingesehen, das hat jetzt so auf diese Art und Weise erstmal keinen Sinn, ich lasse hier los, dass man sich dann eine Zeit nimmt, wirklich, um bei sich selbst anzukommen. Ja? Ich sage immer, angesichts der Tarotkarten seine eigenen Kelche zu füllen, das heißt seinen Wert wirklich zu schätzen wissen, was bin ich mir selbst wert, auch natürlich zu klären, was erwarte ich von einer Beziehung, ja? Was wünsche ich mir von einem Partner, was bin ich auch selbst bereit zu geben. Und diese Dinge ja, können in der Zwischenzeit unglaublich klar und deutlich an die Oberfläche gebracht werden, wenn du dich dir selbst zuwendest. Ja? Es ist also ganz wichtig für diese Zeit, dass du nicht mehr nur nach außen guckst, ja, wie komme ich bei anderen an, wie reagieren andere auf mich, was denken andere von mir, ja? Sondern den Blick wirklich von außen abwendest und mal nach innen schaust, hin zu dir. Und diese Zwischenzeitimpulse sollen dir einfach einmal im Monat, immer zum Monatsbeginn hin, eine kleine Hilfestellung geben, mit welchen Themen du dich vielleicht in den kommenden Wochen beschäftigen könntest. Und ich denke mir das auch nicht aus, sondern ich lasse mich da jedes Mal eigentlich inspirieren, welche Decks ich verwende. Ich mache dann, ja, wenn die Karten gefallen sind, natürlich auch wieder meine Meditation. Versuche hier noch Botschaften, die ich intuitiv wahrnehme, mit einzubauen. Ja. Ich frage dann einfach, was hat die geistige Welt dir vielleicht jetzt für diesen kommenden Monat November zu sagen? Wo lohnt es sich einfach mal hinzuschauen? Und ich habe jetzt heute mal, am Anfang hatte ich den Impuls, ich sollte das Tarot hernehmen. Ja, ich habe das Deck gemischt und habe einfach gefragt, ob mir bitte Karten rausspringen möchten, die jetzt eine Botschaft für uns haben, für diesen kommenden Monat. Und es wollten 3 Karten aus dem Deck springen. Danach hatte ich das Gefühl, das genügt jetzt auch so. Ich habe die dann auch der Reihenfolge jetzt einfach mal so aufgelegt. Das ist einmal die 6 Schwerter, die Hohepriesterin und die 10 Kelche. Und dann habe ich mich entschlossen, noch dieses wunderschöne Deck hier von James van Praag zu benutzen, die Lektionen deiner Seele. Und ich habe gemischt, habe ebenfalls gefragt, welche Impulse sind vielleicht jetzt wichtig, und da fielen 2 Karten gleichzeitig aus dem Deck.
Und die habe ich euch hierhin aufgelegt. Ich werde sie nachher auch vorlesen, weil man es vielleicht im Video jetzt nicht erkennen kann. Und zum Schluss hatte ich irgendwie noch das Gefühl, meine wunderschönen hier Eulen der Glückseligkeit zu befragen. Dieses Deck finde ich so süß, ja. Und da wollte auch eine Karte noch zu uns rauskommen. Die habe ich hier noch zum Schluss aufgelegt. Und dann war das eine Mischung, ja, mit der ich mich erstmal verbinden musste, um die Botschaft herauszufiltern, die von der geistigen Welt zu uns kommen möchte für diesen Monat. Und ich sage euch diese Botschaft jetzt auch gleich mal so quasi als Überschrift für dieses Reading. Ja? Es geht um authentisch sein. Wie geht das eigentlich? Wie bin ich überhaupt authentisch? Und es geht um die Frage, wie bekomme ich Zugang zu meiner inneren Stimme, zu meiner Intuition? Das hängt natürlich zusammen, ja? Denn ich kann nur ein authentisches Leben führen, wenn ich gemäß meiner Seele lebe. Also nur dann, wenn ich mit dem Weg, den sich meine Seele für mich wünscht in dieser Inkarnation, ja, in Einklang bin und dieses dann auch nach außen verkörpere, dann bin ich authentisch. Ihr kennt es alle, wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo ihr einfach merkt und spürt, hier fühlt sich irgendetwas nicht rund an, ja? Hier fühle ich mich unwohl oder hier passt was nicht, auch beispielsweise im Zusammensein mit verschiedenen Menschen. Ja, da kann man das Gefühl sehr gut spüren. Bei manchen Menschen, da fühlt man sich einfach wohl, da kann man sein, wie man ist, ja, da fühlt man sich angekommen. Und es gibt aber auch Menschen, die begegnen uns und wir spüren schon manchmal bei der allerersten Begegnung, ja, hier passt die Resonanz nicht, ja, hier stimmt einfach die Wellenlänge nicht. Und genauso kann man eigentlich jede Situation, in der wir uns befinden, hinterfragen, entspricht diese Tätigkeit oder dieses Zusammensein, diese Unternehmung, ja, diese, ja, es geht auch um lapidare Dinge, dieses Essen, diese Kleidung, die ich am Leib trage, ja, das, was ich mir im Restaurant bestelle, besteht hier eine Verbindung zu meinem Innersten? Fühle ich mich hier vollkommen authentisch und im Einklang oder verbiege ich mich in irgendeiner Art und Weise? Und ich habe ja an vielen verschiedenen Stellen in anderen Videos immer schon darauf hingedeutet, dass wirklich in diesem Jahr 2017 die Energien wundervoll dafür geeignet sind, in seine eigene Authentizität zu finden. Ja? Alles, was in diesem Jahr noch auf Lügen, auf etwas vormachen, auf sich selbst etwas vormachen, auf Dingen basiert, die einfach gegen den Wunsch der Seele sind, ja, diese Dinge fallen mehr und mehr einfach auseinander. Die verlieren an Halt. Und deswegen habe ich ganz deutlich gespürt, geht es jetzt bei den gefallenen Karten um die Frage, wie spüren wir wirklich, was unsere Seele für uns möchte? Wie finde ich da Zugang zu dieser inneren Stimme? Ja, und natürlich auch dann, das zeigen auch sehr schön die Tarotkarten hier oben, gehört es zu diesem authentischen Leben auch dazu, sich von Dingen zu entfernen, die einem eben nicht gut tun, die nicht mit der eigenen Seelenschwingung übereinstimmen. Und ich möchte auch hier jetzt gleich auf diese Tarotkarten eingehen. Ja, ihr seht hier als erstes die sechs Schwerter. Die sechs Schwerter ist eine Karte, die eigentlich immer dann auftaucht, wenn sie uns darauf hinweisen will, dass wir eventuell noch Situationen in unserem Leben haben, ja, mit denen unsere Seele nicht hundertprozentig in Einklang steht. Ihr seht hier dieses Boot mit den Menschen, die sich aufmachen aus rauen, stürmischen Gewässern,
hin ins ruhige Wasser. Ja, die Karte hat so ein bisschen eine traurige Stimmung, finde ich immer. Ja, das ist so ein bisschen melancholisch alles. Du siehst, die Menschen schauen auch alles so nach unten. Genauso ist es in unserem Leben auch. Wenn wir feststellen, dass wir uns in einer bestimmten Situation mit bestimmten Menschen nicht mehr wohlfühlen, dann gibt es in uns im Prinzip zwei Gefühle. Die eine Stimme sagt, ich muss mich hier lösen, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss die Situation verlassen, ich muss mich mit diesen Menschen nicht mehr abgeben, ja, ich möchte den Kontakt abbrechen, ja, oder minimieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch trotzdem immer dieses traurige Gefühl dabei, weil es einfach um Abschied geht, etwas aus unserem Leben zu verabschieden, das uns nicht länger nährt, das unsere Seele nicht länger nährt. Und genau darum geht es. Und die Hohepriesterin, die daneben fällt, ja, ist ja eine der spirituellsten Karten des Tarots, und die steht explizit für diese innere Stimme, für deine Intuition, auf die ich nachher noch eingehen werde. Ja? Denn die Karte sagt mir hier ganz klar, je mehr du versuchst, auf diese innere Stimme zu lauschen, ja, desto mehr wird dir bewusst, was gibt es noch in deinem Leben, was nicht im Einklang mit deiner Seelenessenz steht und was verhindert, jetzt möchte ich gleich diese Karte mit dazu nehmen, wirklich glücklich und erfüllt zu sein. Denn die 10 Kelche, ja, ist ja die 10, die höchste Kelchkarte, die sagt, hier, in diesem Zustand bist du glücklich und erfüllt. Und obwohl sie ja immer so ein bisschen als die Happy Family Card gedeutet wird, weil hier eine Familie zu sehen ist, möchte ich sie hier in unserem Reading jetzt explizit als den Zustand eines erfüllten Singles deuten. Ich weiß, jetzt kommen bei euch, stellen sich bei einigen von euch die Nackenhaare, ja, und sagen, wie kann ich als Single erfüllt sein? Ja, es geht, ja. Ich habe schon mal gesagt, ihr müsst euch das vorstellen mit dem Cappuccino und dem Sahnehäubchen, ja. Du kannst dir den allerleckersten Cappuccino machen mit aufgeschäumter Milch, ja, mit Kakao obendrauf, der wundervoll schmeckt als Single. Wenn du dann noch jemanden triffst, ja, der vielleicht jetzt entweder noch ein paar Schokostreusel obendrauf gibt oder vielleicht noch einen kleinen Kleck Sahne, ja, dann schmeckt der Cappuccino vielleicht noch leckerer. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber diese Karte steht hier ganz klar dafür, dir deinen Cappuccino als Single so lecker wie möglich zuzubereiten. Und das geht eben, das sagt uns hier die geistige Welt, ganz klar, indem du in dich hineinspürst und immer wieder fragst, bin ich in allen Bereichen meines Lebens auf meinem Seelenweg? Das fängt an mit deinem Wohnumfeld, das heißt, wenn du deine Räumlichkeiten betrachtest, ja, wo du lebst, wenn du morgens aufwachst, stehst du auf, fühlst dich vollkommen wohl und geborgen in den Räumen. Und damit meine ich nicht, dass es ein großes Haus sein muss, das mit teuren Möbeln ausgestattet ist. Man kann im winzigsten Zimmer, kann man es sich mit den geringsten Mitteln so gestalten, dass ich morgens aufwache und mich bereits pudelwohl in meinem Zuhause fühle. Damit fängt es an. Ja? Und dann hinterfrage wirklich mal einen ganzen Tag lang alle Situationen. Das heißt, die Menschen, mit denen du zusammenkommst, deinen Arbeitsplatz, der Umgang oder Kontakt zu deiner Familie, zu deinen Freunden, die Tatsache, wie du dich selber als schön empfindest oder eben auch als nicht schön empfindest, wenn du dich im Spiegel ansiehst. All diese Dinge hinterfrage und stell dir dabei einfach schlicht die Frage, fühle ich mich damit wohl? Fühlt es sich für mich stimmig an? Ja, es fängt ja damit an, wenn du morgens aufstehst, du fühlst dich vielleicht wohl in deiner Wohnung, ja, du hast es gemütlich gemacht, du fühlst dich zu Hause.
So, jetzt kommt der Gang ins Bad, der Blick in den Spiegel. Wenn du hier als allererstes feststellst, den Mensch, den ich da im Spiegel sehe, ja, der gefällt mir nicht, den möchte ich eigentlich ganz anders haben, dann bist du an diesem Punkt bereits zu Beginn des Tages nicht mit deiner Seele im Einklang. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst dir, ich beginne mich schön zu finden, so wie ich bin, ja, oder aber du sagst, um mich schön zu finden, möchte ich etwas an mir verändern. Dann tu es. Ja? Wie viele Menschen schauen sich 20, 30 oder 40 Jahre lang im Spiegel an und wenn sie sich sehen, denken sie, oh, ich bin zu dick oder ich bin zu dürr oder ich hätte gern andere Haare oder ja, wenn du nichts veränderst, ja, dann bleibt dir nur die Möglichkeit, dich schön zu finden, wie du bist. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Ich will damit nur aufzeigen, dass es für deine Seele, ja, aber einen unglaublichen Unterschied macht, ob du dich wohlfühlst mit dem Zustand deines Spiegelbildes oder nicht. Denn wenn du jeden Morgen im Spiegel zuallererst denkst, das, was ich hier sehe, gefällt mir nicht. Ich würde es gern anders haben. Bist du vom ersten Moment des Tages an in Dissonanz mit dir selber? Ja? Und wie ihr wisst, ich bin ja großer Verfechter des Resonanzgesetzes. Wenn du den Tag so beginnst, mit dieser Dissonanz in dir selbst, wirst du auch im Außen immer wieder ähnliche Ereignisse oder auch Bestätigungen dessen anziehen. Ja? Und so versuche einfach mal jetzt in dem Monat November deinen gesamten Tag zu durchforsten, jede Situation, und spüre hin, ob du hier in dieser Situation mit deiner Seele im Einklang bist. Sehr vielen geht es ja auch auf der Arbeit so, ja, dass sie jeden Tag nur widerwillig zur Arbeit gehen, weil ihnen entweder der Job nicht gefällt, die Kollegen nicht sympathisch sind, ja, man vielleicht aber auch Stress hat auf der Arbeit oder Angst, Fehler zu machen, Angst vor Mobbing, sind alles so Situationen. Und du hast immer nur die Möglichkeit, wenn dir eine Situation nicht gefällt, ja, entweder du musst diese Situation ändern oder du musst lernen, aus einem anderen Blickwinkel darauf zu gucken, also sie zu akzeptieren. Eine andere Möglichkeit hast du nicht, denn sonst lebst du in dauerndem Widerstand. Und dieser Widerstand macht deine Seele traurig und nicht zuletzt auch in vielen Fällen krank. Also jede Situation, die dir begegnet am Tag und du hinterfragst dich, tut es meiner Seele gut oder nicht, und du stellst fest, dass es nicht so ist, dann frag dich weiter, kann ich hier etwas verändern? Und wenn es dir unmöglich erscheint, weil du jetzt beispielsweise einen Job hast, den du einfach aus finanziellen Gründen jetzt machen musst, ja, auch wenn er dir nicht gefällt, oder wenn du in einer Wohnung lebst, wo dir vielleicht das ganze Ambiente oder Umfeld nicht gefällt, dann sieh aus einem anderen Blickwinkel auf diese Sache. Dann sieh ab sofort nicht mehr das Negative daran, sondern versuche, das Positive daran zu finden und fokussiere dich darauf. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, für deine Seele macht es genau diesen Unterschied, ja? Ob du im Widerstand dagegen bist und mit etwas haderst oder ob du sagst, gut, ich weiß, es ist nicht die Endlösung, ich weiß, es ist nicht dauerhaft, ich weiß, es gibt vielleicht eine Tätigkeit, die mir mehr Spaß macht und das werde ich vielleicht auch für mich erkennen und ich werde nicht bis an mein Lebensende in dem Job arbeiten. So, und jetzt kommt's. Aber er dient mir momentan dazu, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, ja, und ich gebe jetzt mein Bestes, mich in dem Umfeld mit den Kollegen in meiner Tätigkeit so zu arrangieren, dass ich nicht mehr immer diesen Widerstand in mir spüre. Ja? Und jetzt komme ich hier zu den unteren Karten, die wundervoll dazu passen. Ja? Wir haben hier aus den Lektionen deiner Seele
fiel als erstes die Unentschlossenheit. Und hier steht darunter, ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition. Also passt ja wundervoll hier zur Hohepriesterin. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, gehen oder bleiben, ja, wenn du unentschlossen bist in allen Dingen, in allen Fragen, die sich dir stellen, ja, versuche auf deine Intuition zu hören. Ich gebe euch am Schluss des Videos auch noch eine praktische Übung, wie du mehr Zugang zu dieser Intuition erhalten kannst. Ja? Also ganz wichtig, der Verstand, ja, mit dem wir normalerweise oder aus dem heraus wir normalerweise Entscheidungen treffen, der ist ja immer beeinflusst von unseren Glaubenssätzen, zum einen, die wir ja zum Teil aus der Kindheit bereits übernommen haben, und natürlich auch von Bewertungen. Ja, ihr wisst ganz genau, ich möchte mal ein Beispiel erklären. Nehmen wir an, du bist am Wochenende abends auf einer Party eingeladen und hast auch zugesagt, aber so am späten Nachmittag hast du eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf die Party, sondern deine innere Stimme, ja, sagt dir, ach, eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten schön in der Jogginghose aufs Sofa kuscheln und ein gutes Buch lesen oder einen schönen Film schauen. Das ist deine Intuition. Das ist dein Gefühl oberhalb der Verstandesebene. Ja? Aber dann schaltet sich ja ganz oft der Verstand ein und man sagt, nee, das kann ich jetzt auch nicht machen. Jetzt habe ich schon zugesagt. Was soll ich da sagen? Soll ich was erfinden? Eine Ausrede? Und meine Freundin freut sich jetzt auch drauf, dass ich komme, und ein Geschenk habe ich auch schon besorgt, ja. Also ist es dann ganz oft so, dass wir die Intuition überhören, der Verstandesentscheidung folgen, und dann ist es aber in den meisten Fällen so, dass wir uns dort auch nicht hundertprozentig wohlfühlen. Es gibt Wohlfälle, dass es dann nach ein, zwei Proseccos trotzdem sehr lustig wird, ja. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber hauptsächlich, ja, ist es dein Gefühl, dass dir eigentlich am Nachmittag gesagt wird, ich würde gern zu Hause bleiben, dass du aber übergehst, dass dann immer mal wieder während des Abends anklopft bei dir, ja, und in den meisten Fällen wird der Abend dann eben auch entsprechend, weil du dir immer wieder bewusst wirst, dass du gegen deine innere Stimme, gegen deine Intuition entschieden hast. Und dazu passt auch die nächste Karte sehr schön. Hier fiel die Karte Wachstum. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Und da sind wir hier mit den Tarotkarten völlig überein, ja, weil es ja genau um dieses Wachstum hin zu einem erfüllten Leben geht, ja, eben indem ich mir bewusst werde, was möchte meine Seele denn eigentlich? Was ist denn da in mir für ein innerer, wie soll ich sagen, Wegweiser, der mir diesen Seelenweg zeigt, der mich zu Glück und Erfüllung bringt? Ja? Also, das heißt, je mehr ich Zugang zu dieser inneren Stimme finde, desto mehr bei mir selbst kann ich mich fühlen. Und wenn ich dann diesen Zugang zu mir selbst gefunden habe, mir darüber im Klaren bin, was ich in meinem Leben möchte und was ich eben auch nicht mehr möchte, dann komme ich diesem authentischen Sein schon ziemlich nahe. Ja? Und ich finde es ganz wunderschön, dass auch aus den Eulen eine sehr passende Karte gefallen ist. Und zwar siehst du hier, die Eule hat eine Verletzung. Hier oben steht, du heilst dich immer selbst. Such die Antworten nicht im Außen, du findest sie in dir. Jede Wunde, ja, die der Körper äußerlich hat, heilt der Körper selbst. Ja? Wir können eine Salbe drauf tun, wir können einen Verband drum machen, Pflaster drauf, ja, vielleicht auch Medikamente nehmen. Aber letztendlich, wenn wir eine Verletzung haben, heilt der Körper sich selbst. Und genauso geht es bei uns doch in der Zwischenzeit darum, diese Verletzungen, die wir erlitten haben in der Vergangenheit, vielleicht jetzt auch frisch in einer aktuellen Beziehung oder Wunschpartnergeschichte, ja,
selbst zur Heilung zu bringen. Denn wenn wir diese Verletzungen eben nicht heilen und gleich wieder dazu übergehen, vielleicht uns mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin zu trösten, dann haben wir diese Verletzung nicht geheilt. Die ist dann noch vorhanden. Und dieses authentisch werden, diese Erfüllung, Erfülltheit mit sich selbst zu finden, ist ja auch, da komme ich jetzt nochmal auf die ursprüngliche Bedeutung der 10 Kelche, die Voraussetzung dafür, eine erfüllte und glückliche Partnerschaft zu führen. Ja? Denn wenn ich aus der Energie des Mangels, der Bedürftigkeit und des alten Schmerzes auf jemanden zugehe, ja, dann kann ich von dem ja nur erwarten, dass er meine Wunden heilt. Und da sind wir ja dann schon wieder in dieser emotionalen Abhängigkeit, gemäß dem Motto, ich brauche dich, ohne dich geht's mir nicht gut. Das sind keine gesunden Beziehungen, keine gesunden Verbindungen. Glückliche, erfüllte Beziehungen kommen zwischen zwei Menschen auf Augenhöhe zustande, die beide diese Erfülltheit auch mit sich selber leben können. Und je mehr du herausfindest, was möchte ich eigentlich? Was möchte meine Seele? Wo fühlt sie sich wohl? Und hier möchte ich wieder auf diesen inneren Frieden hinweisen. Das ist eigentlich der beste Gradmesser für dich, herauszufinden, ob du auf deinem Seelenweg bist. Wenn du nicht mehr haderst mit den Dingen, die in deinem Leben sind, wenn du eigentlich alle Dinge oder die meisten Dinge, sage ich, die in deinem Leben geschehen, ja, für dich annehmen kannst und fühlst dich wohl damit, in einem friedvollen inneren Gefühl, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja? Und das ist dann auch die beste Voraussetzung dazu, einen gleich ausgereiften Menschen, ja, oder einen Menschen, der ebenfalls an diesen Dingen gearbeitet hat in seinem Leben bereits, in dein Leben zu ziehen, weil gemäß dem Resonanzgesetz ziehst du nur auch den Menschen an, der mit dir in Gleichklang schwingt, ja, wo hier die Wellenlänge stimmt. Wenn du aus einer großen Verletztheit und Enttäuschung heraus, ja, auf die Suche gehst nach einem Partner, bist du natürlich prädestiniert dafür, jemanden anzuziehen, der genauso mit leerem Kelch vor dir steht. Ja, dann steht ihr beide mit leerem Kelch voreinander. Jeder schaut in den Kelch des anderen und hofft, dass da was drin ist. Da ist aber auch nichts drin. Ja, das ist wie zwei Bettler, die sich gegenseitig in die Tasche greifen und stellen fest, der andere hat ja auch nichts. Also versucht wirklich diese Zeit zu nutzen, um euch in diesen inneren Frieden zu bringen, in dieses, ja, es könnte auch so bleiben, wie es ist. Ich brauche nicht unbedingt einen Gegenüberpartner, der mir Erfüllung gibt, weil ich kann es für mich selbst in meinem Leben einfach manifestieren. Ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit mir im Frieden, ich finde mein Leben schön. Ja, und jetzt möchte ich euch trotzdem zum Schluss noch, das ist jetzt schon recht lang, das Video, aber das mache ich noch, weil ich es versprochen habe, noch eine Übung bzw. zwei an die Hand geben, wenn ihr in Situationen einfach mal unentschlossen seid und nicht wisst, ob eine bestimmte Variante, sage ich mal, eurer Seele gut tut, richtig für euch ist, für euren Seelenweg, ja, oder eben nicht. Wer meine Videos kennt, dann kennt ihr sicherlich diese Übung, in den Herzraum hineinzuspüren. Ich möchte sie deswegen nur noch ganz kurz hier jetzt mal anführen für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen oder die dieses Video nicht kennen. Wenn du also eine Entscheidung zu treffen hast zwischen zwei verschiedenen Varianten, ja, dann kannst du eine Übung machen. Ich nenne sie immer die Herzraumübung. Und zwar, du setzt dich hin. Wichtig immer dabei, beide Füße nebeneinander auf dem Boden, nichts überkreuzen, die Hände kannst du auf deine Oberschenkel legen, schließ deine Augen
und spürst in deinen Herzraum. Der Herzraum ist im Prinzip der Raum um dein Herz in deiner Brust, dein Brustkorb, ja? Spürst hinein, atmest ein paar Mal tief durch und dann stellst du dir eins von den beiden Szenarien vor. Geht natürlich auch mit drei verschiedenen Möglichkeiten, ja? Und zwar versucht dir dann dieses Szenario so intensiv wie möglich vorzustellen, dass du dich wirklich hinein vertiefst. Ja, wie könnte dein Leben dann ausschauen? Also wir können jetzt mal ein Beispiel nehmen. Du möchtest umziehen und du hast zwei Wohnungen zur Auswahl. Dann wäre also praktisch die erste Variante, du stellst dir dann wirklich diese Wohnung vor, wie sie bereits schön eingerichtet ist, ja, wie du da reinkommst, die Tür aufmachst, wie du dich da fühlst. Und dann spürst du in dein Herz hinein dabei und wenn sich dein Herz in dem Moment weit anfühlt oder du helle Farben siehst, ja, du das Gefühl hast, du kannst tief atmen, dann entspricht diese Variante auf jeden Fall schon mal deiner inneren Seelenessenz, ja. Also dann wäre dieser Weg gemäß deiner Intuition der richtige für dich. Solltest du allerdings bei einer anderen Variante spüren, dass sich dein Herzraum zusammenzieht, ja, eng wird, du das Gefühl hast, es wird dunkel um dein Herz und du auch das Gefühl hast, du kannst nicht mehr so tief einatmen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du hier gegen deine Seele wählen würdest. Und wir können diese Übung jetzt noch erweitern. Und zwar, wenn es wieder so ist, dass du dich zwischen zwei Varianten nicht entscheiden kannst, so die Herzraumübung hast du schon gemacht, aber du möchtest sie vielleicht noch vertiefen, gibt es auch noch eine kleine Abwandlung. Du nimmst dir zwei Zettel und schreibst auf jeden Zettel so in Stichpunkten oder auch in einem Wort die jeweilige Situation. Was weiß ich, Wohnung, Straße so und so, auf den anderen Wohnung, Straße so und so. Und dann hältst du jeweils einen Zettel, ja, mit deiner Hand, ist egal links oder rechts, an dein Herz ran. Den Zettel einfach an deine Brust, links, wo dein Herz sitzt, ungefähr ranhalten und beachtest jetzt bitte, wie tief du atmen kannst. Wie tief kannst du einatmen? Wie fällt es dir schwer oder leicht, tief einzuatmen? Ja, und das machst du auch wieder mit beiden Zetteln. Es könnte sein, wenn du gar keinen Unterschied feststellst, ja, dass du dann auch noch über eine dritte Variante nachdenken musst. Das ist so ein bisschen der Vorteil von der Übung mit den Zetteln, ja, weil bei der Herzraumübung hast du ja nur diese zwei Varianten oder drei, die du schon kennst. Aber bei der Übung mit den Zetteln, ja, wenn du keinen Unterschied feststellst, in deiner Atmung bei zum Beispiel zwei Zetteln mit zwei Varianten, dann ist es ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass es noch eine dritte Variante gibt. Und was du dann auch noch machen kannst, das ist jetzt der letzte Tipp oder ja, die letzte Übung, die ich noch für euch habe, hängt auch mit den Zetteln zusammen. Und zwar, die Zettel sollten gleich groß sein. Du knüllst sie zusammen, das heißt, du weißt jetzt nicht mehr, auf welchem Zettel welche Variante steht. Und dann schließt du wieder deine Augen, nimmst dir eine von den Kugeln in deine linke Hand, in die offene Handfläche, also so als würde ein kleines Vögelchen in deiner Handfläche sitzen, hältst die Hand vor deinen Oberkörper, ja, und spürst das Gewicht des Zettels. Und dann, wenn du das eine gespürt hast, nimmst du den anderen Zettel. Und der Zettel, der dir schwerer erschien, also das heißt, wo du das Gefühl hast, da sinkt die Hand nach unten, das ist die Variante, die deine Seele ablehnt. Ja? Weil, möchte ich auch noch ganz kurz zum Schluss erklären, was es für einen Hintergrund hat. Alle Dinge, die wir tun, die unserer Seele entgegenstehen, ja, die unserer Seelen Essenz, unserem Entwicklungsweg nicht entsprechen, ziehen uns nach unten, rauben uns Lebenskraft und Energie. Alle Dinge oder Entscheidungen, die wir treffen, die unserer Seele entsprechen, versorgen uns mit Energie und Lebenskraft. Unsere Lebensfreude steigt. Ja?
Und deswegen, auch wenn es sehr schwer physikalisch zu erklären ist, weil ja, wenn zwei gleich große Zettel genommen werden, das Gewicht der Zettel ja gleich ist, wirst du spüren, welcher Zettel dich eher nach unten zieht und welcher Zettel dir leicht vorkommt. Und der dir leicht vorkommt, das ist dann die Lösung, mit der deine Seele mehr in Resonanz geht. Das wollte ich euch jetzt unbedingt noch vorstellen, weil ich habe selber bereits mit diesen Übungen gearbeitet und bin immer wieder erstaunt über die Ergebnisse. Und deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn die eine oder andere von euch das mal ausprobiert und dann auch in den Kommentaren unter das Video vielleicht die Erfahrungen berichtet. Ob ihr was feststellen konntet, ja, ob sich hier etwas gezeigt hat. Ob euch das helfen konnte, vielleicht zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Das kann man im Übrigen sehr gut anwenden, falls ein Mensch aus der Vergangenheit, was ja oftmals passiert in der Zwischenzeit, wieder in eurem Leben auftaucht und ihr wollt jetzt herausfinden, ob dieser neuerliche Kontakt für eure Seele gut ist oder nicht. Dann macht diese Übungen. Ihr werdet überrascht sein. Spürt in euer Herz, wie fühlt sich's an, wenn wieder Kontakt da ist? Ja? Wie fühlt sich's an, wenn ihr lieber jetzt so für euch bleibt in eurer Zwischenzeit? Und macht es ruhig mit den Zetteln. Das kann man auch hernehmen, wenn man nicht weiß, ob man auf eine WhatsApp antworten soll, ja, ob man, was weiß ich, sich bei dem anderen melden soll. Viele von euch schwanken ja da auch immer hin und her, können sich nicht entscheiden. Hier, Unentschlossenheit. Ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition. Und da hoffe ich euch heute einen kleinen Impuls gegeben zu haben, wie ihr mehr Zugang findet zu der Intuition und damit auch in eurem ganzen Leben einfach noch authentischer und noch mehr ihr selbst werden könnt. Ja, meine Lieben, es ist jetzt lang geworden, das Video. Ich freue mich über eure Kommentare, wünsche euch einen kraftvollen November in der Zwischenzeit und dann sehen wir oder hören wir uns wieder Anfang Dezember. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.